Hi, schön, dass du da bist. Ja, Weihnachten steht vor der Tür und da ist es natürlich für uns Parfüm-Junkies auch mal an der Zeit zu überlegen, welche Düfte an dem Heiligabend oder an dem Weihnachtstag passend sind. Ich habe dir 5 Ideen mitgebracht. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Bleib dran. Hi, ich bin Chris und du bist hier bei Sense of Gins. Ja, heute geht es so ein bisschen darum, Weihnachten steht vor der Tür, der Heiligabend ist gar nicht mehr so weit weg und wir, ich sag mal in Anführungsstrichen, duftbekloppten Duftjunkies, Grüße gehen raus an Luke von der Parfümwelt, ja, wir machen uns ja dann durchaus doch auch schon mal Gedanken, welcher Duft ist denn passend für einen solchen Abend. Ja, ich habe dir mal 5 Ideen mitgebracht. Vielleicht ist ja da ein Duft dabei, den du kennst und wo du sagst, ja, das ist ein passender Duft für den Heiligabend oder für die Weihnachtsfeiertage. Lass dich inspirieren, wir starten durch. Platz Nummer 5, den ich dir heute mal mitgebracht habe, wenn man denn das Ganze ein bisschen so in eine Reihenfolge bringen möchte, kommt aus dem Hause Guerlain und aus der L'Homme Ideal-Reihe. Ja, nein, ich habe dir nicht das EDP mitgebracht, das vielleicht sicherlich der eine oder andere auf den anderen Kanälen hier zeigen würde, sondern mein Favorit für die kalten Tage vor allen Dingen, aber besonders für die festlichen Tagen ist der Extreme. Ja, warum? Der ist halt, finde ich, relativ besonders in dieser Kombination mit der Pflaume. Und am Anfang merkt man tatsächlich auch so ein bisschen was Scharfes, was Harsches. Und das kommt durch den Chili, der hier verwendet worden ist. Dazu bekommst du auch noch Ledernoten, die sehr dezent gemacht sind. Das ist kein Lederduft. Und untermalt wird das Ganze von einer leichten Blumigkeit, einer leichten Frische, die über die Bergamotte daherkommt. Ja, und es hat halt eben diese klassische L'Homme-Ideal-DNA auf, ja, ein bisschen lauter getrimmt. Ja. Es ist aber nie so, dass man sagen würde, man überfordert hier die anderen Gäste, die an dem Tag geladen sind. Aber die Kombination Chili-Pflaume, das ist schon so ein bisschen was Besonderes, finde ich. Und gibt es tatsächlich auch nicht so häufig in der Parfümwelt. Dieser Duft wirkt, wie gesagt, überhaupt gar nicht aufdringlich, sondern wirkt sehr, ja, massentauglich, sehr angenehm. Man wird aber trotzdem sicherlich darauf angesprochen werden, weil durch die, wie gesagt, Chili-Pflaum-Kombination hast du so eine gewisse Besonderheit mit in dem Duft drin, die einfach so ein bisschen die Aufmerksamkeit dann auf dich ziehen oder auf dich lenken wird. Man wird ja nicht tonnenweise Komplimente dafür bekommen, weil dafür ist er dann doch ein bisschen, zu massentauglich. Ja, das heißt natürlich immer auf die Geschmäcker vieler Leute hingetrimmt. Aber ich glaube, um einfach für dich selber auch etwas Besonderes zu haben an dem Tag und den einen oder anderen doch auf dich aufmerksam zu machen, ist das eine erste Wahl. Platz Nummer 4, den ich dir mitgebracht habe, ja, geht auch wieder an einen Designer und zwar an den Dior Homme als Parfum. Warum als Parfum? Du könntest auch den Intense nehmen. Natürlich funktioniert der auch super. Wenn du aber auf der Suche bist nach etwas Besonderem, ein ja, Duft, der sozusagen dem Tag angemessen ist, dann würde ich dir immer noch ein Tickchen mehr raten, nämlich hier zu dem Parfum, einfach aus dem Grund, der greift zwar genauso wie der Intense die Pudrigkeit der Iris auf und stellt diese in den Vordergrund, untermalt aber das Ganze noch mit einer unheimlichen, schönen, tiefen, dunklen Note. Das macht den Duft so unheimlich besonders. Ja, das gibt es auch nur tatsächlich in der Parfümvariante. Nicht so wie zum Beispiel beim Intense, wenn du sagst, okay, alternativ könnte man den Valentino Uomo Intense nehmen. Die sind sich doch schon relativ ähnlich oder den normalen Valentino in der Eau de Toilette Konzentration. Da findet man viel Vergleichbares sozusagen, Austauschbares. Aber hier Iris und auch eine leichte Ledernote und am Ende hin, so nach meinem Empfinden, wird das ein bisschen, ja, man könnte fast sagen, schokoladig, ein bisschen so, ja, wie Zartbitterschokolade. Das gibt es eben nur in dem Parfum. Und das passt eigentlich auch ganz gut in diesen
festlichen Rahmen rein. Ne? Iris, diese Pudrigkeit, die macht das häufig etwas formeller, weniger leger und damit passt du eigentlich ganz gut dann eben mit diesem Duft an dem Tag in dieses Weihnachtliche rein. Und wie gesagt, eben durch diese Leder-Schokoladen-Kombination bekommst du dann auch noch einen besonderen Anteil und ja, er hat eben diese Schwere, diese auch Gemütlichkeit unter Umständen. Ja, für mich hat das auch immer so ein bisschen einen Gemütlichkeitsfaktor und das ist ja tatsächlich auch an Weihnachten ein großes Ding, dass die Familie so ein bisschen beisammen ist oder Freunde bei dir sind und du den Tag einfach unbeschwert genießen kannst. Ja, wenn du da Dior Homme Parfüm trägst, glaube ich, bist du ebenfalls sehr gut beraten. Platz Nummer 3, den ich dir heute mitgebracht habe, geht an ein Haus, das tatsächlich nicht so häufig hier gezeigt wird auf den verschiedenen Kanälen. Ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich weil die hellen Düfte, die frischen Düfte tatsächlich, ja, in Anführungsstrichen von der Performance her etwas schwach auf der Brust sind, obwohl sie handwerklich sehr gut gemacht sind. Ja, die sind tatsächlich eigentlich, ja, schöne Düfte, allerdings für Preise um die 100, 120 Euro mit 4 Stunden Haltbarkeit dann durchaus immer zu überlegen, ob man nicht doch vielleicht einen guten Designer nimmt. Dann. Ja, das ist ja immer unbenommen. Ich habe dir mitgebracht von Jo Malone den Myrrh in Tonka. Der ist aus der Eau de Cologne Intense Reihe. Das sind diese dunklen Flakons jetzt mittlerweile. Und der riecht einfach wunderschön. Der basiert auf Lavendel. Das ist in der Kopfnote sehr stark zu merken. Man hat so eine blumige Komponente. Tonkabohne, man merkt gleich schon so eine gewisse Süße, die mit einhergeht. Man hat auch so eine gewisse Cremigkeit, die so ein bisschen über die Mandel daherkommt, so ein bisschen wie, ja, so leicht marzipanartig, aber es ist also nicht so pappsüß wie Marzipan. Man merkt aber eben, dass es hier so eine ja, süßliche, cremige Note noch mit dabei ist und die Myrrhe, die schwingt die ganze Zeit mit. Dieser Duft hat auch eine gewisse Tiefe, finde ich. Also passend super jetzt an den kalten Tagen, passt auch wunderbar dann entsprechend in die festliche Zeit und an Weihnachten. Der ist einfach unbeschwert, der hat eben was Leichtes, aber auch was Tiefes und was Dunkles. Und ja, durch dieses mandlige, cremige Motto sozusagen geht der, ja, wenn man das sagen will, vielleicht ein bisschen in eine Gourmand-Ecke. Aber wie gesagt, er riecht nicht wie ein klassischer Nachtisch oder wie eine Speise, sondern er ist einfach ein wirklich sehr angenehmer Duft. Und sicherlich auch ein Duft, den nicht viele tragen. Wie gesagt, der Duft oder die Marke an sich, finde ich, ist etwas unterpräsentiert. Aber hier bei der Cologne Intense Reihe, da gibt es viele Schätze sozusagen drin. Und dieser hier ist tatsächlich einer meiner Entdeckungen auch in diesem Herbst. Denn die Haltbarkeit zum Beispiel, die liegt hier locker bei 8 Stunden. Die kriegt man super raus. Und man hat wirklich die ganze Zeit immer so eine nette Duftwolke um sich herum, ohne den anderen dabei auf den Nerv zu gehen. Ja, man könnte alternativ sagen, was riecht denn so ähnlich? Ja, der Prada Luna Rossa Black, da würde ich sagen, die zwei, die haben so ungefähr, naja, 30% übereinstimmend. Also sie sind nicht ganz identisch, aber verfolgen so ein bisschen ein ähnliches Motto. Also wenn du den zum Beispiel zu Hause hast, den Prada Luna Rossa Black, dann könntest du auch den nehmen. Aber dieser hier, der Myrrh in Tonka, der wirkt wesentlich runder, abgestimmter, weniger harsch, weniger spitz um die Ecken rum. Diese Duftpyramide ist wunderbar ineinander verwoben und er ist einfach wirklich einfach ein wunderschöner Duft, den jeder mal getestet haben sollte. Platz Nummer 2 geht an einen Kandidaten, der gerade, ich sag mal, Richtung Winter relativ häufig und gut und gerne genannt wird, auch auf vielen Parfümkanälen. Das liegt aber auch daran, weil dieser Duft wunderbar geeignet ist für Wintertage und wie ich finde, gerade an Weihnachten auch die nötige oder notwendige Besonderheit mitbringt und ja einfach stimmig in das Konzept reinpasst. Und zwar rede ich vom Killian Angels Share. Ja, für alle die, die ihn noch nicht kennen, den Angel Share gibt es ja mittlerweile schon ein paar Jährchen. Wir haben hier einen alkoholischen Cognac-Duft, der
sehr, ich sag mal, likörig riecht. Also der ist schon süß, vor allen Dingen würzig ist er. Hat eine, ich sag mal, eine Art Holzkomponente mit drin, die so ein bisschen riecht, als wäre man am Lagerfeuer. Aber es ist kein Lagerfeuerduft wie bei The Fireplace zum Beispiel. Aber man riecht schon so ein bisschen dunkles Holz mit dabei. Und durch die würzigen Komponenten mit dem alkoholischen Anteil passt es hervorragend eben in dieses weihnachtliche Thema. Wenn man sich so ein bisschen vorstellt, alle sitzen am Tisch, genießen gerade das Weihnachtsessen und vielleicht so als Absacker wird der ein oder andere Likör getrunken oder vielleicht auch der ein oder andere Sherry oder Whisky an der Stelle. Kein Whisky-Duft, aber ja, also ihr wisst, was ich meine, so alkoholische Getränke und man ist einfach so, ja, spürt so eine gewisse Wärme dann auch im Körper. Es ist einfach so wohlig warm, man ist gelassen. Das Essen drumherum und die Nachtische, die vielleicht gerade serviert worden sind, die geben noch so eine süßliche Komponente ab. Also es passt so tatsächlich in diese Gesamtgemengelage von allen Aromen, die dann eben so Richtung Ende des Weihnachtsessens so in die Nase steigen. Ja, der Angel's Share ist tatsächlich immer eine sichere Wahl, gerade für solche Tage, für solche Anlässe. Und weil er, wie gesagt, er bringt die Besonderheit mit, ist auch sehr gefällig und man wird sicherlich auch auf den Mann angesprochen werden. Ja, von der Haltbarkeit her, wie gesagt, hält er dann auch gut durch. Vor allem, wenn du dann Richtung Nachmittag den aufsprühst, hält er dann abends auch durch. Muss er dir keine Gedanken machen. Ich finde, der ist sein Geld wert. Ja, der kostet so, glaube ich, um die 160 Euro in den 50 Millilitern. Da gibt es durchaus teurere Düfte, die man hier kaufen kann mit den Milliliteranzahlen. Vor allen Dingen ein schöne Randnotiz ist, diese Flakons hier von Killian, gerade die aus der Reihe, die aussehen wie so Alkoholgläser, die kann man aufschrauben und da gibt es ganz gute Refills, die man dafür benutzen kann. Und da stimmt dann natürlich dann auch wieder das Preis-Leistungs-Verhältnis, weil die Refills durchaus wesentlich günstiger sind und gerade wenn irgendwelche Angebote gerade sind bei den Online-Parfümerien, kann man da sehr gute Preise machen, dass man auch 50 Milliliter unter 100 Euro bekommt. Ja, Angel's Share. Also wirklich ein Top-Duft und ich trage den tatsächlich auch selber sehr gerne. Platz Nummer 1. Ja, Weihnachten ist ein großer Abend. Und ein großer Abend, ja, da gibt es einen Duft tatsächlich, der auch genau das in seinem Namen trägt, weil er eben die Opulenz eines besonderen Abends unterstützen soll oder beziehungsweise den Träger an diesem Abend unterstützen soll. Ja, ist von keinem anderen schlichtweg die Rede als von Grand Soir. Dieser ist auch ein sehr beliebter Duft bei vielen, vielen, vielen. Ist aber genauso auch bei vielen ein sogenannter Hassduft. Warum? Ich kann das durchaus verstehen. Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen meine Probleme. Das kommt daher, weil gerade in der Kopfnote wir viele, ich sag mal, harzige Komponenten haben, die den Duft etwas penetrant wirken lassen. Das muss man schon überstehen können sozusagen. Beziehungsweise die Nase, je mehr man diesen Duft riecht, so ist mein Empfinden, je häufiger man ihn testet, desto weniger stechend wird das empfunden. Es kann aber durchaus sein, wenn hier jemand sozusagen Parfümanfänger ist, dass er sich mit diesem Duft nicht wohlfühlen kann. Was allerdings durchaus sehr schade wäre, denn dieser Duft wird im Verlauf, verliert er diese harzige Komponente, die nimmt sich sehr stark zurück. Dafür tritt eben so ein angenehmes, cremig, weiches, warmes Amber-Vanille-Duft-Kombo auf den Plan. Und ja, das ist wirklich sehr umschmeichelnd, wirklich sehr ja angenehm einfach. Ne? Wie so ein bisschen, du fühlst dich schön warm eingepackt. Es duftet die ganze Zeit so ein bisschen um dich herum nach Vanille. Ja, aber es ist wirklich ein hervorragend toller, schöner Duft. Du brauchst, musst du vorsichtig sein, auch tatsächlich so 2-3 Sprüher, die reichen hier vollkommen aus, denn das Ding ist Beast Mode. Ich hatte mal jemanden zu Besuch, der hatte den sich aufgesprüht, der ist vor mir die Treppe hochgegangen. Ich habe danach immer noch, obwohl die Person nicht mehr da war, den Duft in der Luft wahrgenommen. Also das ist einfach
von der Performance her einfach ein Brecher. Deswegen da lieber ein bisschen vorsichtig sein, weil du willst ja auch vielleicht nicht jemanden überfordern. Aber wer auf der Suche ist nach einem Amber-Vanille-Duft und wirklich einen wunderschönen handwerklich gemachten, der muss Grand Soir testen und den sich unbedingt angucken. Es gibt keinen besseren. Und lasst euch nicht beirren von dieser harzigen Kopfnote. Das ändert sich. Und wie gesagt, eure Nase, auch wenn es doof klingt, gewöhnt sich daran und empfindet das tatsächlich gar nicht mehr als so schlimm. Und am Ende tragt ihr die Düfte letzten Endes für euch. Also stört euch nicht daran, was die anderen darüber sagen. Ja, das waren meine 5 Empfehlungen für dich, für den Heiligen Abend, für den 24.12. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Falls ja und du das Video gut fandest, naja, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Kanal abonnierst und wenn du unten ein Like da lässt. Kleiner Hinweis, solltest du Probleme haben mit dem Abonnieren, weil du keinen YouTube-Account hast, dann kannst du dich auch ganz einfach mit einem Google-Account anmelden. Du musst da keine weiteren großen Registrierungsinformationen da abgeben. Einfach mit Google anmelden, das ist überhaupt kein Problem. Dann kannst du auch diesen Kanal einfach abonnieren. Denn dann, das ist der Vorteil, bekommst du auch immer einen Hinweis, wenn es ein neues Video auf diesem Kanal gibt. Und vielleicht ist da ja auch bei den nächsten Videos was für dich dabei, wo du sagst, da ist eine Idee für einen Duft, den ich gerne mal testen würde wollen. Ja, ansonsten bleibt mir gar nicht viel anderes zu sagen, als frohe Weihnachten wünsche ich euch allen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.